heißt ja, dass die Ukrainer ein hohes Bildungsniveau haben, hatten wir auch schon besprochen. Das ist doch eigentlich eine Chance für uns in Deutschland, wenn man bedenkt, Ende 2021 gab es knapp 1,7 Millionen offene Stellen bei uns. Ja, das ist tatsächlich auch eine Chance für uns, weil sicherlich auch jetzt sehr viele kommen, die genau die Qualitäten, die Qualifikationen haben, die bei uns gefordert sind. Natürlich wissen wir alle, dass wir einen ganz hohen Personalbedarf im Pflegebereich haben, überhaupt in medizinischen Berufen. Die Landrätin Frau Schweiger hat es ja vorher schon genannt, all diese Qualifikationen und Fähigkeiten waren zum Glück direkt eigentlich bei der Ankunft, bei der Registrierung auch abgefragt, damit sie nicht letzten Endes brach liegen. Wir haben natürlich auch in anderen Bereichen großen Bedarf. Wir haben jetzt im pädagogischen Bereich vielleicht ganz schnell einen zusätzlichen Bedarf, gerade von Kräften, die pädagogische Fähigkeiten haben und zugleich Ukrainisch sprechen. Also da gibt es in vielen Bereichen tatsächlich die große Chance, bestehende Personalknappheit relativ schnell zu verbessern. Ein Thema dabei ist natürlich immer auch die Ausbildung, die Anerkennung von Qualifikationen. Auch da gehen wir auf jeden Fall den Weg, dass wir da versuchen, sehr unbürokratisch und schnell zu handeln. Aber also wir sind da in engem Kontakt eben mit der Wirtschaft, die Staatsregierung, vor allem mit dem Verband der Bayerischen Wirtschaft, mit den IHKs, mit den Handwerkskammern. Aber natürlich muss man da fairerweise sagen, dass es auch keinen Sinn macht, wenn man jetzt einfach, wenn einer sagt, ich bin Arzt, dass man den dann einen Stempel gibt und auf die Bevölkerung loslässt. Solche Qualifikationen müssen zumindest nicht nur in sensiblen Bereichen, aber vor allem dort natürlich schon auch hinterfragt und belegt werden. Aber da gibt es zum Glück auch Beratungsstellen, sowohl bei den BFZ, also den Bildungszentren der Bayerischen Wirtschaft. Es gibt aber auch eine ganz konkrete Koordinierungs- und Beratungsstelle für Berufsanerkennung, vor allem für medizinische und Pflegeberufe, wo die Ankommenden sich schnell informieren können, was sie denn jetzt an Unterlagen brauchen, um nachzuweisen, dass sie die Qualifikation haben, die wir brauchen. Dort, wo es nicht möglich ist, auch das wird es geben, da hat jemand Fertigkeiten und kann sie nicht belegen. Auch da, denke ich, versuchen wir so schnell wie möglich zu reagieren. Über Arbeitsproben kann man das machen, über Fachgespräche, über Nachschulungen und Nachprüfungen praktischer, theoretischer Art. Teilweise wird es über Gutachten funktionieren. Also die Staatsregierung versucht alles, damit wir diese Menschen möglichst schnell in den Berufsalltag integrieren können. Und ich glaube, das ist auch bei denen wichtig und richtig, die vielleicht gar nicht auf Dauer da bleiben wollen. Und das sind ja wahrscheinlich die meisten sogar, die eigentlich, sobald sie wieder eine sichere Möglichkeit haben, in der Ukraine zu bleiben, gerne wieder zurückkehren wollen. Aber es ist trotzdem vernünftig, die jetzt ins Arbeitsleben zu integrieren, weil uns das natürlich manche andere Probleme letzten Endes vom Hals schafft. Und da meine ich jetzt nicht die Personalknappheit, sondern da meine ich vor allem auch, wer sich so integriert, der macht auch keine anderen Probleme in der Regel und nimmt vielleicht auch dann manches mit in sein Heimatland an zusätzlichen Erfahrungen, die auch dort von Vorteil sein können.